Ja, herzlich willkommen bei dem Video. Wir fliegen jetzt mit der Delta Echo India. India Echo von Mönchengladbach. Echo Delta Lima November nach Stadtlohn. Echo Delta Lima Sierra. So, wir rollen jetzt zur Run-Up-Area vom Flughafen München-Gladbach. Hier kann man etwas den Windsack erkennen. Wir werden gleich einen starken Crosswind haben von ca. 11 Knoten. Jetzt rollen wir ein in die Run-Up-Area und werden dort Triebwerkschecks durchführen und eben uns für den Abflug vorbereiten. Dann mit der Rollkontrolle funkeln und eben eine Rollfreigabe erbitten und dann zum Rollhalt Piste 1-3 rollen. Jetzt rollen wir zum Rollhalt der Piste 1-2. Wir haben die Freigabe von der Rollkontrolle Mönchengladbach erhalten. Während des Rollens schalten wir schon mal die Landelichter an, die Strobelights an und gehen nochmal die ganze Konfiguration durch. Jetzt haben wir die Freigabe erhalten vom Mönchengladbacher Turm und haben eine Freigabe der Piste 1-3 erhalten und werden die Kontrollzone über den Pflichtmeldepunkt Mike verlassen in 2000 Fuß oder tiefer. Man sieht an Querruderstellung, dass wir einen starken Seitenwind von rechts haben. Steigen auf ca. 600 Fuß AGL und werden dort dann Landing Light ausschalten. Wir werden die Drehzahl etwas minimieren auf 2400 Umdrehungen und steigen dann weiter auf ca. 1900 Fuß. Nach der Straße, die man jetzt hier sieht, werden wir eine Linkskurve drehen Richtung Pflichtmeldepunkt Mike und dort dann ebenfalls die Kontrollzone dann über Mike verlassen. Wir rotieren mit 80 Meilen die Stunde. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Somit werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video online kommt. Im Vordergrund sieht man jetzt schön das Lager von der Deutschen Post. Dort ist der Pflichtmeldepunkt Mike von der Kontrollzone Mönchengladbach. Die Wolken hängen sehr tief. Wolkenuntergrenze ca. bei 2500 Fuß. Das heißt, der ganze Flug über geht nur bis ca. 2000 Fuß, 2100 Fuß, also relativ tief. Ich fliege gerne etwas drüber. Ich hatte es überlegt, über die Wolken zu fliegen, aber der Flug ging eben nur ca. 30 Minuten und von daher lohnt sich das nicht.
Man sieht hier sehr schön, dass wir sehr starke Turbulenzen haben. Gleich erreichen wir den Pflichtmeldepunkt Mike und werden dann dem Tower Bescheid sagen, dass wir eben auf 1900 Fuß sind, und er wird uns die Freigabe erteilen, die Frequenz zu verlassen. Das bestätigen wir einfach, dass wir die Frequenz verlassen, und melden uns dann bei der langen Information an und genießen unseren Reiseflug in einer Höhe von ca. 2000 Fuß bis 2100 Fuß. Hier sieht man jetzt sehr schön Krefeld. Man sieht ja auch sehr schön wieder, dass die Wolken sehr tief hängen. Überflug über den Rhein. Man sieht sehr schön die Schiffe auf dem Rhein. Und dann direkt Flug Richtung Borken. Und dann über Borken in den Sinkflug eingehen. Hier drehen wir schon einen in den rechten Gegenanflug der Piste 29 vom Flugplatz Stadtruhe. Man sieht auch hier schön in der Perspektive, dass wir sehr starke Turbulenzen haben. Im Gegenanflug versuche ich immer so mit ca. 90 Meilen die Stunde zu fliegen. Gleich in den rechten Queranflug. Dort wird die zweite Klappe gesetzt, und da in der Regel fliege ich wirklich mit 90 Meilen die Stunde. Jetzt drehe ich ein in den rechten Queranflug vom Flugplatz Stadtlohn, Piste 29.
zweite Klappe wird jetzt gesetzt und die Geschwindigkeit wird reduziert auf 90 Meilen die Stunde und wir sinken mit ca. 500 Fuß pro Minute. Am Horizont kann man schon sehr gut den Flugplatz erkennen. Jetzt drehen wir so langsam schon in den Endteil der Piste zu 9. Eine dritte Klappe wird gesetzt. Hab nochmal einen Windcheck erhalten vom Turn. Hab dies bestätigt. Und wir versuchen jetzt den Seitenwind auszugleichen und mit einer Geschwindigkeit von ca. 80 Meilen die Stunde anzufliegen. Flughafen kommt in Sicht, die Schwelle ist in Sicht. Über der Schwelle wird das Gas rausgenommen und wir schweben aus. Man kann ein bisschen erkennen, ich war etwas zu schnell und der Wind, der krasse Wind, tritt uns dann doch sehr extrem von der Centerline weg. Gehe aber direkt wieder auf die Centerline und verlasse dann eben die Piste nach rechts. Jetzt rollen wir zur Tankstelle und werden dort Afgas tanken. Man sieht auch schön am Windsack oben noch, er steht ganz stramm. Das heißt, wir hatten da ca. 13, 14 Knoten wirklich Seitenwind. Leider haben die Restaurants ja zu. Hier an dem Restaurant in Stadtlohn kann man sehr gut Schnitzel essen. Immer zu empfehlen. Man kann schön draußen sitzen, schön auf die Landebahn schauen und den ankommenden abfliegenden Verkehr beobachten. Leider jetzt aufgrund der Corona-Krise-Pandemie aktuell nicht möglich. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, hier mache ich die ganze Avionik aus. Wenn ihr mal ein Like da lasst. Hier schalte ich jetzt das Triebwerk aus und somit ist das Video dann auch beendet. Der Flug ist beendet.